Guten Abend, liebe Zuschauer. Am 45. Tag des Jahres 1914 hat um 2:03 Französisch Marokko das unschuldige Land Venezuela angegriffen und hat den Krieg eröffnet. Oh, entschuldigt, liebe Leute, ein bisschen Verrücktheit muss auch mal sein. Heute Nacht um 2:03 hat uns Französisch Marokko tatsächlich den Krieg erklärt. Liebe Leute, hat auch ein paar ja, einzelne Infanterien auf dem Wasser zerstört. Wir haben bisher 3000 Verluste, sie haben 32.000 Verluste. Und ja, wenn ich schon dabei bin, kann ich auch gleich mal zeigen, was hier so sonst noch so los war. Gegen Chinesisch-Tibet haben wir noch nichts verloren. 18.000 hat Chinesisch-Tibet verloren. Gegen Lappland schaut man dann sowas, Venezuela 0, Lappland 146.000. Und gegen Russisch-Sibirien haben wir 8.000 Mann verloren und sie haben 158.000 verloren. Und was gab es noch so hier gegen Deutsches Reich, die uns ja gestern auch den Krieg erklärt haben. Die Deutschen haben 10.000 verloren, wir nichts. Und hier gibt es sogar ein paar Updates, sehe ich gerade, das habe ich euch gar nicht erzählt. Okay, Finnland hat schon mal 3.000 Mann verloren. Die haben uns jetzt gerade vor wenigen Minuten den Krieg erklärt, nach dem Tageswechsel sozusagen. Und Marokko hat inzwischen sogar 37.000 verloren, sehe ich gerade. Ja, Finnland hat uns den Krieg erklärt, greift hier massiv an. Ich wollte gerade hier ein paar Männer hier schicken, Lulea, Kiruna und Umea, also hier die drei Provinzen zu besetzen. Die Hauptstadt habe ich noch so gelassen, wie sie ist. Die Moral hier ist noch einigermaßen okay. Das heißt, die ist nicht über den Tageswechsel revoltiert, Gott sei Dank. Die beiden Provinzen, die ich frisch erobert habe, sind leider noch nicht befriedet, weil da ist Expansionsmalus und ist dann zur Hauptstadt und so weiter und die Nachbarn und bla bla bla, die sind noch zu schlecht, aber es kommen hier noch schon ein paar Männer nach und ich habe jede Menge Männer hier noch nachbeordert, beziehungsweise nicht hierhin, aber hier nach Island schon mal aus Land Nord- und Südamerika und Lateinamerika auch, damit ich da ein bisschen People hier zur Verstärkung habe. Denn also nicht wegen Finnland jetzt, da habe ich jetzt keine großen Bedenken. Das sind ja 12 Kreuzer, die hier schön ballern. Und dabei fällt mir auf, dass ich hier noch drei Kreuzer habe. Und die werden hier aber erst einmal gar nicht gebraucht. Aber ich lasse die vielleicht hier wegen Schweden, weil ich befürchte, dass Schweden eventuell mir auch demnächst den Krieg erklären wird. Ich lasse die mal hier sicherheitshalber. Sicher ist sicher. Ich habe hier noch 13 Artis, die ballern jetzt auch schon fleißig drauf. Die KI hat schon 7 People verloren, immerhin. Ist natürlich super moralisiert und so weiter. Wir ziehen uns jetzt hier in die Festung zurück und warten jetzt, bis die hier ankommen. Bis dahin werden sie noch mindestens einmal beschossen. Von denen und von den Kreuzern auch. Die KI zieht hier jede Menge Mann. Ich meine, Finnland hat noch nie vorher Krieg geführt. Und hat erst die 7 Mann jetzt gerade gegen uns verloren. Ne? Und der hat natürlich jede Menge. Tag 45 hat er natürlich inzwischen jede Menge Infanteristen und auch so Panzerwagen und so ein Gedöns hier alles aufgebaut und jetzt zieht er alles nach Norden Richtung unserer Provinz. Hier habe ich eigentlich hier irgendwo schon angefangen, irgendwas zu bauen oder habe ich das verplant? Ne, habe ich verplant, natürlich. Wie soll es anders sein? ja, dann machen wir gleich mal Fabriken hier und was machen wir hier als nächstes? Vielleicht doch eine Fabrik, genau. Wir machen eine Fabrik und dann vielleicht. Erst einmal eine Eisenbahn, falls wir irgendwie EBGs hier stationieren wollen. Wir wollen ja hier diese Provinz hier haben in Helsingfors. Und das kommt uns jetzt ganz gelegen, dass Finnland auch schon den Krieg erklärt hat. Eigentlich wollte ich sogar hier die drei Provinzen mindestens schon mal holen von Lappland und dann erst angreifen. Jetzt haben sie uns selber den Krieg schon im Vorfeld erklärt. Passt. Die können dann ruhig runtergeschossen werden und ich vermute mal, dass wir uns hier schon auf jeden Fall verteidigen können. Und es kommen ja, wie gesagt, auch noch ein paar Hüppchen nach. Ich muss jetzt auch Gas geben, weil Arabien drückt hier nach Norden, ja. Da ist auch nicht mehr so viel Platz. Der hat auch schon Krieg gegen kommunistisch Russland und so angefangen. Der will hier scheinbar auch die Provinz hier holen. Deswegen muss ich hier so viel wie demnächst so viele Männer wie möglich dahin schicken. Werde hier noch eventuell noch ein paar Schiffchen hier hinschicken und um die Kontrollprovinz zu schützen. Hat der Araber uns den Krieg erklärt, da hat sich immer noch nicht getraut, uns den Krieg zu erklären. Aber dafür hat das Marokko getan heute Nacht und die haben hier auch versucht, mit ein paar Artis hier meine Provinz in Amsterdam zu beschießen. Hat aber inzwischen alles verloren. Hier sieht man leider nur noch eine Arti und 11 Mann, aber er hat hier auch noch mehr verloren.
Und auf dem Wasser habe ich ihn auch irgendwie so ein bisschen überall geärgert und alle seine Fesselballone und People, die ich hier so gesehen habe, als rotes Stück hier im Wasser, habe ich alles schon mal angegriffen. Ach ja, ich wollte kurz gucken, ob in Jamestown irgendwas gebaut wird. Ja, wird. Dann machen wir hier nochmal einen Hafen auch nochmal. Also nach Norden, genau. Wenn ich hier schon dabei bin, dann kann ich hier gleich mal einen Fesselballon schon mal starten und ein paar Artis, bis die einigermaßen soweit ist, bis ich dann EBG bauen kann. Vielleicht kann es ja noch so lange halten, weiß ich nicht. Ja, Arabien macht hier immer noch irgendwie Moves, bewegt sich hier manchmal hin und her, aber hat sich immer noch nicht getraut. Jetzt habe ich schon gegen Marokko und gegen Xinjiang-Krieg von denen. Also die legen langsam los. Gestern ist mir noch was eingefallen hier in den nördlichen Territorien. Die ziehen hier auch so ein paar Männer zusammen. Weiß nicht, was die vorhaben. Ja, die haben, ich glaube jedenfalls hier mit der Kollegin Lena ein Abkommen, aber mit uns ja nicht. Das kann sein, dass die sich hier auch überreden ließen, uns anzugreifen. Da werde ich mal schauen müssen, was da so noch so passiert. Und ja, da bin ich gespannt. Auf jeden Fall. Hier sind nach wie vor die 314.000 Mann unterwegs. Die brauchen noch ein paar Stündchen. Die sind erst nach der aktuellen Tageszeit erst morgen früh da. Und entschuldigt erstmal ein lecker, lecker Kaffee. Oh, ich sehe gerade, hier bewegt sich ein EBG in die Richtung. Okay. Das ist gut zu wissen. Ich vermute mal, dass er seine EBGs hier gesammelt hat inzwischen. Sehe ich aber leider nicht. Aber könnte demnächst nächstes Mal, ach, ich habe sogar Spione bei dem, fällt mir gerade ein. Ich könnte mal kurz in die Spionagewelt reinschauen, ob da irgendwas passiert. Arabien. Ort fleißig, okay. Ist das denn überhaupt der aktuelle Tag oder ist es noch der gestrige Tag? Ne, es ist der heutige Tag, okay. Dann gucken wir mal kurz ein bisschen runter scrollen, ob da irgendwas passiert. Nichts. Jede Menge Bauten, die ich aufgedeckt habe, aber Xinjiang habe ich leider auch keine Nachrichten abgefangen. Der baut da auch wie verrückt und zwar hauptsächlich Artis. Okay, ja. Das ist ganz gut. Also der ist ja, hat da noch eine gute Moral eigentlich, der Kollege hier. Er hat seine Hauptstadt auf jeden Fall sicherheitshalber schon mal verlegt, wie ich sehe. Und hier ist die Moral, ja, ganz gut, 100% überall. Natürlich in diesen Gebieten hier, wo gekämpft worden ist und wo geballert worden ist, da ist die Moral natürlich runtergegangen. Ich meine, bei Artilleriebeschuss hätten wir alle wahrscheinlich keine große Moral, ne? Ja, und wir sind hier gerade am Verteidigen von der Kollegin Lena 122, damit da hat die KI ein paar Sachen dahin geschickt und Fesselballon und vier People sind schon down, nochmal zwei. Den habe ich die hier mal so postiert, dass die hier beide Provinzen beschützen können, entweder von Norden oder von Süden oder von hier aus, von mir, von hier aus, von mir aus. Okay, ja, ich bin ein Poet, wie ihr merkt. Jedenfalls schicken wir hier schon mal 10 Fesselballone nach Süden. Hier kommen auch schon einige an, sogar noch ein paar Piepelchen und ein schwerer Panzer, sehr schön. Schwerer Panzer ist sogar sehr willkommen. Hier greift aber scheinbar auch die KI auch wieder an. Wir haben hier inzwischen auch schon Eisenbahn soweit fertig, dass wir ein bisschen mit dem EBG immer weiter vorwärts kommen können. Hier soll sie demnächst auch fertig werden und hier auch. Das heißt, kommen da immer weiter vorwärts. Und dann sollte das demnächst hier wenigstens bis hierhin, so dieser Umkreis mit dem EBG geschützt werden. Ich werde jetzt gleich noch die Kollegin bitten, ob sie irgendwo. Hier ist eine Eisenbahn. Ich weiß nicht, ob die jetzt im Bau ist. Ich hoffe es. Das wäre schon mal toll. Aber hier hat sie leider nirgendwo Eisenbahn. Ich werde sie gleich mal bitten, ob sie nicht ein paar Eisenbahnen in die Richtung bauen kann, damit ich hier vorwärts durchdringen kann. Weil ansonsten müsste mich hier oben durchkämpfen. Das wäre natürlich ein bisschen aufwendiger, ne? Und ich gucke mal, hier ist auch irgendwas im Bau. Ich hoffe, die Eisenbahn auch. Aber hier ist leider nichts im Bau und deswegen wird es ja noch ewig dauern, bis ich da durchkomme. Deswegen muss ich hier dringend schreiben, dass die Eisenbahn baut, dass ich ein paar EBGs hier stationieren kann. Weil er hat ja hier EBGs, ja. Und falls irgendjemand durchbricht oder sowas, dann will ich mich schon einigermaßen schützen können. Hier ist in 5 Stunden, 9 Minuten fertig. Ich brauche schon jede Menge Artis hier. Aber die Bauschleife ist, glaube ich, gar nicht, ist schon fast zu Ende. Dann baue ich hier noch die Festungen durch.
Genau, da soll das nämlich auch eine gute Wutpeil ein guter Stützpunkt sein, um mich zurückzuziehen. Ja, ansonsten hier der Kollege aus Marokko, der wird hier fleißig beschossen. Hier seine westafrikanische Küste wurde jedenfalls beschossen von meinem 1-EBG hier und von den 5-EBGs da. Er hat sich hier vollkommen zurückgezogen, panikartiger Flucht, nachdem er den Krieg eröffnet hat, muss man dazu sagen, ja. Und hat auch seine ganzen Flugzeuge hier weggezogen und so weiter. Ich hätte ihm gerne noch was abgeschossen, aber die waren schon zu weit weg. Ich sehe hier, dass er hier noch zwei Bomber hat. Ich weiß jetzt nicht, wo die anderen Flugzeuge sind. Ich vermute mal hier. Kann aber sein, dass er sie auch noch weiter nach Norden gezogen hat. Allerdings sehe ich hier nirgendwo Flughäfen oder irgendwelche. Normalerweise müsste ich ja hier zum Beispiel in der Provinz nicht nur die Männer hier stehen sehen, sondern eine zweite Armee daneben. So wie hier in dieser Provinz eben, wo ich halt auch Sicht habe wegen dem U-Boot. Aber hier sehe ich ja, ne? Hier sehe ich ja, dass hier irgendwas neben der Stadt steht. Ich vermute mal, hat es dann die Jäger dahin gezogen. Ich habe so irgendwie so 8 bis 10 Jäger gesehen. Vielleicht waren es aber auch wesentlich mehr. Hier hat er aber scheinbar auch ein Flugfeld und auch Jäger. Gehe ich mal stark davon aus, ne? Ich habe ja hier keinen Einblick und ja, muss ich auch nicht haben, aber. Ich sag ja nur, was da so los ist. Hier, die Provinzen haben ein bisschen Moral natürlich erlitten, weil ich da ein bisschen draufgeballert habe. Also beziehungsweise er hat ja den Krieg eröffnet und dann haben meine EBGs, da hier so Reichweite ist, haben da automatisch draufgeballert. Baue ich hier eigentlich schon? Ja, hier in 7 Stunden, 5 Minuten ist noch ein zweiter EBG hier fertig. Ich glaube, der erste, den ich hier drin habe, den habe ich ja von dieser Insel hier abgezogen dahin. Hier ist aber tatsächlich auch einer drin. Also ich habe jetzt in allen drei Provinzen EBGs, falls irgendwas kommen sollte. Und die bauen auch natürlich jetzt alle fleißig hier. 9 Stunden, 12 Minuten. Hier sind in einem Tag auch schon der erste fertig. Oder ein Tag 5 Stunden. Und hier, wie gesagt, in 7 Stunden und 5 Minuten. Und die Provinzen werden hier auch durch Flugzeuge geschützt. Jetzt nicht so viele, aber immerhin ein paar. Ich dachte, ich hätte hier mehr Flugzeuge. Wieso habe ich so wenig hier? Okay. Ja, vielleicht sollte ich mal ein paar Jäger nochmal nachschicken. Weil wenn hier massierter Angriff kommt von der Jägerflotte oder sowas, dann halten die auch nicht so lange stand. Allerdings habe ich hier auch einige Ballone drin und Panzerwagen und so weiter. Also, und eben Festungsstufe 5. Das heißt, sollte eigentlich ohne weiteres, oder beziehungsweise hier wird noch die Festungsstufe 5 gebaut, hier auch und hier. Hier wird noch ein Hafen gebaut, weil hat schon das Festungsstufe 5. Ja, und notfalls habe ich halt, wie gesagt, auch noch die Schiffe, 21 Schlachtschiffe, 25 U-Boote, 36 Kreuzer. Ich habe hier ein paar U-Boote abgezogen, jede 15 Stück, weil der Marokkaner, der mich ja schon angegriffen hat, der hat hier ja die sein Schlachtschiff. Habe ich aber jetzt scheinbar falsch gesetzt wieder. Die U-Boote sollten eigentlich direkt sein Schlachtschiff hier zerballern. Ich habe hier auch ein paar Kreuzer schon mal in die Richtung geschickt, sodass das Schlachtschiff, ja, ihr seht ja die Reichweite vom Schlachtschiff, der ist ja kurz hinter dieser Infanterie und dem Fesselballon. Wenn er jetzt so angreifen würde mit den U-Booten, würde das Schlachtschiff auch die U-Boote anschießen, ja, weil da ganz, die ganz gut sichtbar sind natürlich. Die würden die jetzt zwar vernichten, aber die sind trotzdem ganz gut sichtbar. Und deswegen habe ich mich entschieden, mit den Kreuzern hier kurz in die Reichweite da hinzukommen. Und wenn ihr jetzt die Reichweite vom Schlachtschiff beobachtet, dann der wird meiner Kreuzer nicht anschießen können, außer er greift manuell selber an. Ne? Oder das habe ich halt eben vor, das Schlachtschiff hier zu zerballern. Hat er, dass er hier EBGs drin hat, ja. Weil er hat hier auf jeden Fall eine Eisenbahn und eine Fabrik. Aber mal, dann ist es halt so, ich werde halt schauen, was der hier so drin hat. Bin mal gespannt. Wo jede Menge Artis fertig geworden gerade eben. Das ist sehr schön, so soll es sein. Dafür ist jetzt meine ganz komplette Produktion an Ölwerk. Jetzt habe ich nur noch 6.000, weil wahrscheinlich die nächsten Artis alle im Bau gegangen sind. Okay. Ja, aber ich hab ja hier 7.134 pro Stunde plus. Das heißt, es wird demnächst wieder ein bisschen angesammelt werden. Ja, und schau mal, was hier so passiert. Der hat hier noch überhaupt nicht reagiert. Der hat mich eben angefangen, hier in Amsterdam zu beschießen. Und dann hat er sich hier schön zerballern lassen. Den werde ich jetzt mal nichts hinzufügen. Sorry. Feuerkontrolle. Soll er manuell wählen, wo er angreift. Moment, ich mache das mal anders. Er soll mal Feuer frei machen und dann offensiv.
So, okay, er ballert trotzdem weiterhin da drauf. Soll er machen. Danach wird kann einer entweder hier in Dijon oder Nancy oder in Brüssel die Armeen beschossen werden. Ja, wenn ich hier die Provinz in Amsterdam verliere, ist es überhaupt nicht schlimm. Zuerst hat ja gestern meine EBGs ja den Deutschen hier beschossen. Das heißt, eigentlich hätte der Marokkaner checken müssen, dass ich EBGs habe. Ja, er hat es ja gesehen. Aber er hat nichts dagegen unternommen. Bis vor ein paar Minuten hat hier britische Ägypten doch manuell hier auf Dresden die ganze Zeit draufgeballert. Das ist aber jetzt revoltiert zu Arabien. Ja, deswegen ist da jetzt der Kampf beendet worden. Und auch seine Bomberchen hier, wir sind hier, die Bomber sind und die Jäger sind einigermaßen beschädigt. Ich habe jetzt hier nach UK oder nach Irland, beziehungsweise nach Irland eher, habe ich auch schon jede Menge, also einige Jäger nochmal hingeschickt, die sollen da demnächst dann noch verstärken. Hier ist noch einer unterwegs, wie ich gerade sehe. Und ja, und wie gesagt, jede Menge Infanteristen habe ich jetzt auch nach Island erstmal schicken wollen, damit eben dort das ein bisschen die Lage verstärkt wird, beziehungsweise auch hier die Provinzen in Finnland ein bisschen verstärkt werden können. Muss halt demnächst noch ein bisschen schwerer das Gerät da nochmal hinschicken, ein paar Artis und so weiter, die habe ich auch schon teilweise in Bau gesetzt, dass da ein bisschen die Verteidigung noch stärker aussieht und ich notfalls ja, das auch zurückerobern kann, falls jetzt nämlich der Araber, wenn der Araber schneller ist als wir und eventuell hier Finnland schneller erobert, was ja auch möglich ist, weil er ist nicht mehr so weit weg, wir müssen ja erstmal hier durchkämpfen. Die KI soll jetzt hier, das ist eigentlich ganz gut, dass die KI uns jetzt angegriffen hat, weil er kann hier schön geballert werden schon mal. Verliert dann viele People und dann kann ich schnell nach Süden durchmarschieren, wenn die KI viel verliert. Hier habe ich noch weitere Bomber hier hingeschickt, Richtung Gander, weil hier also das ist britisch Neufundland, ne? Da kann ich ja, habe ich eine große Reichweite, falls sich hier irgendwas bewegt und ich kann hier eventuell mit den Bombern hier die Insel Maddalena dann beballern oder bebombern oder wie auch immer, wenn man das sagt. Und eventuell schicke ich noch ein paar Schiffchen hier, die auch noch schießen. Je nachdem, ob er hier EBGs hat oder nicht, werde ich das ja demnächst feststellen. Also ich werde hier wahrscheinlich erstmal hier als Patrouillier-Modus hier mal drüber schauen, was da so abgeht. Aber erst, wenn das Schlachtschiff hier weg ist und ja, das ist so der Plan. Ne? Hier in Hamilton baue ich momentan eine Eisenbahn, dann kommt die Fabrik an. Und ich will hier auch ein EBG dann bauen. Kann ich jetzt schon mal in Auftrag geben. Das dauert zwar noch ewig. Aber ja, why not? Okay, machen wir mal kurz volle EBG-Power hier. Gut, dann ist die Provinz auch erledigt. Und zwei Jäger, die fliegen nach Norden. Genau. Den einen habe ich immer noch hier im Panama-Kanal stehen. Falls irgendwie was versucht durchzuschippern. Auch ein paar Artis. Die könnte ich jetzt woanders besser gebrauchen. Aber mir ist auch hier wichtig, dass hier keiner hier sich durchsneakt. Und ich glaube, ich werde aber hier diese ganzen People und so weiter hier mal abziehen. Vielleicht bis auf den EBG. Die werde ich brauchen können zuerst in Island natürlich und dann später auf Lappland. Die stehen da schon seit Ewigkeiten da unnütz rum. Und ja, wenn hier einer kommen sollte, hier ist ein EBG, da hat ja genug Reichweite, da brauche ich die Artis tatsächlich nicht. Hätte ich schon früher dran denken können. Hier ist sogar noch ein EBG sicherheitshalber. Ich überlege gerade, ob ich den EBG vielleicht auch hier hinstelle und hier die Artis dann stattdessen abziehe. Vielleicht macht das mehr Sinn. Hier so Richtung Kalkutta. Genau. Sind noch 42 People drin, das ist viel zu viel. Eine Runde drum, die schicke ich mal alle nach Norden. Warte mal, ich mach mal so. Hier sind auch 41 People. Ich meine, wird mich hier definitiv eh keiner angreifen. Sammle ich jetzt mal hier so ein paar Peoplechen zusammen. Hier sollen auch lieber eingesetzt werden. Auf den Inseln hier, beziehungsweise erstmal alle schön nach Island marschieren. Hier zur Provinz Tube. Okay, ich habe Sprachschwierigkeiten, wie ich merke. Ja, jetzt keine so Sprache, die ich jetzt so perfekt beherrsche, muss ich sagen. Die deutsche Sprache immerhin einigermaßen, ne? Okay, so. Ich
Weil hier die ganzen People, die hier gerade unnütz sind, auch nochmal nach Norden schicken. Ja, da werden ein paar hunderttausend Mann hier sich versammelt und dann werden die nach und nach immer mehr nach Finnland geschickt, je nachdem, ob wir da nur verteidigen müssen oder sogar angreifen müssen. Sollen die mal ein bisschen Action machen, dann würde ich mal so vorschlagen. Und hier sind auch schon ein paar Männer am Start, würde ich mal sagen, dass wir die hier auch schon mal direkt nach Asien schicken. Also ich werde hier alles, was so die Westküste ist, immer nach Asien schicken und die anderen People eben nach Europa, ne? So, hier ist die Provinzmoral immerhin auch schon auf 71% gestiegen. Wird leider nur noch auf 77, aber in ab 5 Stunden ist die Eisenbahn fertig. Das heißt, die wird noch mehr steigen. Die Artillerie sind 22 Stunden fertig. Was wird hier gebaut? Noch ein paar Artis, okay. Und dann irgendwann sogar Festungen, wie sie nach der Eisenbahn. Das heißt, die Moral wird hier, ich versuche die Moral hier auf 100% hochzutreiben. Hier sind inzwischen auch schon 49 Flugzeuge. Könnte ich die irgendwo benutzen? Ja, vielleicht hier die Kollegin ein bisschen unterstützen. Das Gute ist, sie verlieren ja kaum Schaden, wenn die so einzelne People hier so angreifen, die hier immer von die KI immer so lustigerweise hier durch die Gegend schickt. Und hier will ich nicht angreifen mit den Flugzeugen, weil er hat hier auch Flugzeuge. Zu risikoreich, dass ich da was verliere, aber er bewegt sich jetzt gerade hier mit irgendwas, okay. Die Provinz ist auch leer, okay. Wissen? Vielleicht versuche ich tatsächlich nachher mal mit den Flugzeugen, weil das ist ein großer Stack und sehr viel Jäger drin, dass ich hier mal ein paar People zerballer und so ein bisschen mehr Sicht kriege, was hier so los ist. Und das werde ich vielleicht tatsächlich machen. Aber ich helfe erstmal hier der Kollegin. Die sind ja noch ein bisschen unterwegs. Wie lange brauchen die Flugzeuge? Hier in 38 Minuten sind sie da. Bis dahin habe ich auch noch mal zwei weitere Bomber hier am Start. Das heißt, wird noch ein bisschen stärker die Staffel hier und die Flugzeugstaffel. Ist hier die Provinz schon befriedet? Sehr gut, dann kann die sich immer wegbewegen. Und der bewegt sich auch mal weg. Ich bin mir nicht sicher, wie wegen japanischer KI hier, der uns nicht bald den Krieg erklärt. Hat auch weder mit uns noch mit der Kollegin Krieg. Also ich vermute mal, das wird wahrscheinlich bald passieren. Was hat der für eine Meinung von uns? 1%? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Dass er uns wahrscheinlich den Krieg erklärt oder eben hier der Kollege, ne? Deswegen werde ich hier die nachgespawnten People hier einfach stehen lassen. Sehe gerade, hier ist gar nichts in Produktion. Da kann ich gleich mal einen Fesselballon. Oh, es fehlt Geld, okay. Ja, wir haben hier leider markttechnisch ein bisschen Schwierigkeiten. Hier wird ja kaum was verkauft. Wie ihr seht, alles auf 1, 1, 1, 1. Da wir aber so viel Öl, Gas auf dem Lager haben, verkaufe ich mal hier so ein bisschen was, damit wir ein bisschen Geld am Start haben. Ja, okay, das wird erstmal reichen. Wenigstens hier, nö, immer noch nicht. Auch jetzt kann ich es mal aussetzen. Okay, sollen mal ein paar. Soll ein Fesselballon noch gebaut werden. Hier sind ein paar Sachen fertig geworden wieder. Ja, das Geld geht halt auch super schnell weg, obwohl wir immer noch 47.000 pro Stück. 47.000 Geld pro Stunde machen, meine ich. So schaut es momentan ressourcentechnisch aus. Wie ihr seht, Öl ist ganz niedrig und Geld halt auch jetzt sehr niedrig. Aber das sollte ja. Fängt sich immer wieder. Dann habe ich wieder einige hunderttausend an Geld auf Lager. Hatte neulich mal fast 1 Million sogar und dann habe ich wieder irgendwas gekauft und irgendwas verkauft. Und ja, das pendelt sich dann immer wieder ein. Öl ist halt momentan wieder einmal Mangelware. Das ist immer das Gleiche. Hier wird die Ölprovinz aber auch schon ausgebaut, wie ich sehe. Das wird demnächst sogar noch ein bisschen mehr werden. So, hier wollte ich auch schon genau, wenn hier die Eisenbahn fertig ist, ist noch mal ein bisschen mehr Öl drin. Und wenn die Moral hier steigt, dann sollte es sowieso noch besser werden. Ja, gucken wir mal, was sich hier noch entwickelt. Also es ist wirklich sehr spannend, habe ich die Zeitung eigentlich schon gezeigt. Die Statistiken vom heutigen Tag, Reich der Nation war ich sogar auf Platz 8, wie ihr seht. Ja, inzwischen ist alles wieder weg, alles an Geld. Und ja, das habe ich glaube ich gestern, glaube ich, schon gezeigt, genau. Auf jeden Fall ist es spannend. Ich vermute mal, dass hier der Krieg nicht lange auf sich warten lässt. Afrika ist ja inzwischen komplett vereint zwischen den drei People hier. Der Araber greift um sich, erobert nach wie vor Provinzen.
Will, ja, ich meine, das ist natürlich auch für ihn ganz gut, weil er hat da umso mehr Ressourcen. Allerdings, öltechnisch hat er hat zwar einige Provinzen natürlich, er hat 6 Stück, also er hat die Hälfte von uns. Und damit ist er der zweitgrößte Ölproduzent der Welt. Und vielleicht hat er sogar noch also ein paar KI, wie Aleppo zum Beispiel. Das ist ja eine normale KI gewesen, die haben ja auch Ölprovinzen. Deswegen ist vielleicht auch sein Trachten hier nach Gebiet gewinnen. Vielleicht hat das tatsächlich mit Öl zu tun. Allerdings gibt es hier zum Beispiel die Emiraten von Bukhara, also Samarkand, der hat noch Ölprovinz übrig und sonst glaube ich gibt es gar nichts mehr. Das richtig gesehen habe. Vielleicht irgendwo noch ein paar Inseln, ich muss mal schauen. Ja, die hat er sich auch schon geholt hier, der Araber. Ist auch eine Ölprovinz gewesen. Okay. Ein bisschen mitgedacht, ja, der braucht wahrscheinlich genauso Öl wie alle anderen auch. Hier im Pazifik gibt es, glaube ich, auch nichts mehr mit Öl. Ne? Alles gefallen. Peru ist hier immer noch am Start. Sie ist nur noch 7% Moral, aber ja, der Kollege hat bis heute überlebt, obwohl er nicht mehr aktiv ist, was ich schade fand. Am Anfang der Runde habt ihr es ja mitgekriegt, hatte ich ja mit dem noch so ein bisschen Kontakt. Ne? Hier steigt die Moral jetzt auch schon bald auf 100%. Sehr gut, so muss das sein. Okay, ich will jetzt aber euch nicht länger aufhalten. Das war's für diese Folge. Hoffe, es ist für euch auch interessant. Jetzt haben wir ja noch einen größeren Krieg am Start und werde versuchen, den so gut wie möglich dezimieren. Eigentlich hat er ja gemeint, dass er mich nicht angreifen will, ne? Und die zwei würden ihn dazu drängen oder die hätten Bammel von mir oder irgendwas in der Richtung, hat er mal geschrieben vor ein paar Tagen. Hat mir sogar die Provinz hier überlassen für ein bisschen Ressourcen. Hier Jamestown. Das habe ich ja tatsächlich nur, damit ich hier so ein bisschen Kontrolle über das Gebiet habe. Leider habe ich hier noch keine EBGs am Start. Ich könnte theoretisch sogar irgendwo ein Hirn schicken und vielleicht den Araber dadurch provozieren. Habe ich irgendwo. Hier habe ich 2 Stück. Na, wieso nicht? Ich schicke den EBG mal einfach nackt, wie er ist, einfach hier mal rüber. Und vielleicht, wenn bis dahin Krieg herrscht, dann kann sein, dass das unterwegs abballert oder eben dazu lockt. Wenn nicht, dann habe ich hier halt ein EBG und kann hier auch ein bisschen rumschießen. Hat hier ja auch genug Zeug hier rumstehen. Oh, er hat sich hier wegbewegt, sehe ich gerade. Er hatte hier doch eigentlich ein paar Schlachtschiffe am Start gehabt. Wo sind die denn hin? Das ist die hier. Moment, wie viel Angriff habe ich hier? 680 und der hat hier 473,7 Def. Ich würde mal sagen, dann schickt man mal hier die ja, auch darüber, ne? Nicht angreifen, sondern ihr sollt einfach nur in die Richtung bewegen. Ja, erstmal so. Und dann so. Genau. Hier hat er auch irgendwas angeändert, weil da hat er keine People gehabt. Komisch. Ja, er bewegt sich die ganze Zeit hin und her. Da verliere ich auch mal langsam Sachen aus dem Blickfeld. Wieso stehen hier die Kreuzer auf dem Manneken rum? Ach so, weil ich wahrscheinlich irgendwas abgeschossen habe vom Kollegen hier in Marokko, genau. Habe ich den Faden verloren, sorry. Hier ist noch ein Artig fertig geworden. Ich würde mal sagen, der geht jetzt diesmal tatsächlich aber auch nach Island hier. Brauche ich auch ein bisschen mechanisierte Einheiten, ne? Hier hat er inzwischen, ja, das ist glaube ich dieselbe Armee, die gestern schon da war, aber ich habe hier 20 U-Boote hier direkt am Start. Also, wenn der hier loslegen sollte, wird ja direkt von den Schlachtschiffen hier beballert und auch von den U-Booten und eventuell dann auch von meinen Flugzeugen. Also, es sollte eigentlich relativ schnell Geschichte sein. Ja, was heißt relativ schnell? Ja, es ist ja, die haben ja natürlich hier jede Menge Trefferpunkte, wenn ihr seht, ja. Knapp 9212 Trefferpunkte. Wie viel hat denn unsere Armee hier? 14.000 Trefferpunkte. Ja, also ich sollte den gut runterballern. Hier verstärke ich nach wie vor immer mehr Schlachtschiffe kommen hier an. Und ich wollte aber gerade ehrlich gesagt noch so ein Stack von dem finden, wo irgendwie ich ja kostengünstig runterballern könnte. Ich glaube, das sind 3 Schlachtschiffe hier. Hier habe ich ja 17 U-Boote mit 680 Attack und er hat 159,7 Def. Er hat Gott sei Dank nur 38 People drin, das heißt, das sollte eigentlich auch recht schnell Geschichte sein. Ich lasse die U-Boote da stehen. Das wird ihm am meisten wehtun. Hier hat er auch noch einen Schlachter.
Ich könnte natürlich meine U-Boote alle aufteilen, aber ich möchte, dass sie möglichst schnell möglichst viel killen und dass da nicht so lange herumgekämpft wird, dass er nicht rechtzeitig reagieren kann mit anderen Schlachtschiffen in der Gegend. Und aus diesem Grund ist das der Move. Wie lange brauchen die U-Boote? 8 Stunden noch bis dahin. Naja, ich bin sehr gespannt, ob und wann der Krieg auch gegen den Araber eröffnet wird, wegen beziehungsweise gegen britisch Ägypten. Natürlich wird es dann umso spannender, je mehr gegen uns in den Krieg eintreten. Ob sich ja, die nördlichen Territorien hier in die Sache einmischen werden, ist natürlich auch so eine Frage, ne? Der hat ja tatsächlich auch eine Kontrollprovinz. Notfalls könnten wir da angreifen. Allerdings vermute ich, dass er hier mit der Kollegin hier entweder verbündet oder befreundet ist. Deswegen lassen wir den mal stehen. Xinjiang hat ja auch ein paar so Kontrollprovinzen oder ja, die 2 Stück. Okay, ein paar ist übertrieben, 2 Stück hat er. Und ich werde versuchen, den hier zurückzuerobern. Mal schauen, wie sich das hier entwickelt. Ich bin gespannt. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich habe viel zu lange aufgenommen, viel zu lange Quatsch, merke ich gerade. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.